Gurtwickler spannen. Ja, wer kennt das nicht? Das Rollerband hängt halb auf halb acht und ja, sieht nicht mehr schön aus. Und der Kasten, der kommt langsam von alleine runter. Wie ihr das Problem lösen könnt, ganz einfach. Ihr braucht dazu einfach nur einen Kreuzschraubendreher und schraubt die Abdeckung ab. Am besten seid ihr zu zweit, dass jemand das Band festhalten kann. Sonst könnte es ganz schnell passieren, dass euch der Wickler um die Ohren fliegt und in Richtung Decke geht. Ja, in den meisten Fällen sind die Schrauben sichtbar. Das heißt, ihr braucht entweder einen Schlitz oder einen Kreuzschraubendreher, schraubt die Abdeckung ab und dann könnt ihr den ganzen Wickler samt Gurt aus dem Mauerwerk nehmen. So, und jetzt, wo wir den Gurt sehen, der da aufgewickelt ist, das ist dieser Wickler. Und dieser Wickler, den kann man vorspannen. Es kann sein, dass über die Jahre, dass die Feder etwas schwach geworden ist und dadurch habt ihr da ein bisschen Spiel im Band und ihr müsst einfach nur das ganze Gurtband jetzt komplett rausnehmen. Ihr müsst aber dabei aufpassen, der Gurt ist ja jetzt immer auf Spannung und das soll auch so bleiben. Wir ziehen erstmal unser ganzen Gurt komplett heraus. Und jetzt ist Vorsicht geboten. Wir halten jetzt den Wickler komplett fest, so dass er sich nicht abspulen kann. Also ihr müsst darauf achten, dass es ein bisschen Spannung drauf. Und dann benötigt ihr einen Schlitzschrauben, Dreher oder Zieher. Und dann öffnen wir hier die Klemme und können den Gurt komplett herausnehmen. Am besten lasst ihr ihn auch jetzt in der Aufhängung drinne, weil nicht, dass der Gurt nachher in der Aufhängung verdreht ist. Also drinnen lassen und dann können wir den Wickler spannen. Das Spannen ist ganz einfach. Ihr dreht jetzt einfach diesen Wickler ein, zwei Mal um seine eigene Achse und somit spannt ihr dann die Feder. Nach dem Spannvorgang könnt ihr den Gurt wieder in die Klemme hineindrücken und fixieren und dann könnt ihr ganz langsam den Gurt aufwickeln. Dabei müsst ihr achten, dass der Gurt sich schön sauber aufwickelt und nicht nach rechts und links schlendert, nicht dass uns der Gurt von dem Wickler rutscht. Und dann können wir das Ganze auch wieder ins Mauerwerk hineinstecken und festschrauben. Und wie ihr sehen könnt, ist die ganze Sache etwas fummelig. Also macht das lieber zu zweit, das ist dann wesentlich einfacher. Nachdem ihr das Ganze wieder festgeschraubt habt, müsste der Gurt schön stramm drinne sitzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von euch freuen. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann es jetzt tun. Hier unterm Video links ist ein kleines rotes Abonnier-Button. Da könnt ihr raufklicken und mich abonnieren. Falls ihr noch nicht bei YouTube angemeldet seid, könnt ihr das gerne tun. Das Ganze ist auch kostenlos. Und dann könnt ihr noch andere Kanäle abonnieren. Und ihr seid dann immer auf dem neuesten Stand, wenn der Kanal ein neues Video rausbringt. Am Ende dieses Videos verlinke ich euch nochmal zwei Videos von mir. Dort geht es darum, wie man den Rollladen gut wechseln kann. Und das zweite Video handelt darüber, wie ihr euch selber ein Klingelschild bauen könnt aus einer Schieferplatte. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.